Eines der bekanntesten Musikfestivals im Osten Deutschlands, das Highfield Festival bei Leipzig, wird von einem Unglück überschattet. Das Riesenrad am Rande des Geländes hat gestern Abend Feuer gefangen. Zwei Gondeln brannten völlig aus, mehr als 60 Menschen wurden verletzt, 16 kamen ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt niemand. Viele lobten die schnelle Reaktion von Veranstalter und Rettungskräften, die Schlimmeres verhindert habe. Der Tag nach dem Feuer. Das Festival geht weiter, nur das Riesenrad steht still. Und viele, die gestern Abend hier waren, erinnern sich noch genau. Als erstes haben wir erst gedacht, ja, vielleicht irgendwann Kalo oder irgendwelches Feuer, was da sich wieder irgendwelche einfallen lassen haben. Und dann wurde uns ziemlich schnell klar, dass es ein Feuer ist am Riesenrad. Das sah erstmal alles sehr gruselig aus, aber irgendwie waren die Maßnahmen so schnell und es sah sehr vernünftig und durchdacht aus, dass da ja irgendwie da keine Panik aufgekommen ist. Das Feuer brach kurz nach 21 Uhr aus. Laut Betreiber geriet eine leere Gondel während eines Fahrgastwechsels in Brand. Das Feuer griff auf eine benachbarte Gondel über. Mitarbeiter und Hilfskräfte konnten den Brand schnell löschen. Es gab zahlreiche Verletzte. In Lebensgefahr schwebt niemand. Der polizeiliche Brandursachenermittler nahm am Morgen seine Arbeit auf. Nach seiner ersten Einschätzung zur Brandursache kann gesagt werden, dass unter dem Riesenrad befindliches Material aus bislang unbekannten Gründen in Brand geriet und das Feuer dann in der Folge auf eine Gondel übergriff. Wir gehen in der gegenwärtigen Lage von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Bis die Brandursache feststeht, kann es noch einige Tage dauern. Das Festival mit insgesamt etwa 30.000 Besuchern soll wie geplant am späten Abend enden. Kinder müssen in einigen Regionen Deutschlands lange auf einen Schwimmkurs warten. Teils dauert es Jahre, bis ein Platz frei wird, heißt es von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Als Hauptgrund nannte DLRG-Präsidentin Vogt in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass immer mehr Schwimmbäder geschlossen würden. Dadurch fehlten die Becken sowohl für den Schulunterricht als auch für anderweitige Kurse. Wie schwierig die Situation ist, zeigt unser Beispiel aus dem Osten Niedersachsens. Hier ist nicht an Badespaß zu denken. Die großen Becken im Freibad in Brome im Landkreis Gifhorn sind gesperrt. Sehr zum Ärger von Ralf Bettermann, der sich schon seit Jahrzehnten bei der DLRG engagiert. Wir können Kindern das Schwimmen nicht mehr beibringen, keine Rettungsschwimmer mehr ausbilden, die woanders für Sicherheit sorgen. Das Problem? Die Becken sind kaputt. Sanieren ist keine Option. Ein Neubau muss her und der kostet wohl mehr als 7 Millionen Euro. Kommt kein Geld vom Land oder vom Bund, muss das Freibad nach 90 Jahren schließen. Jeden Tag quasi waren wir hier im Freibad bei schönem Wetter und nun habe ich 6 Enkelkinder und die sind auch jeden Tag hier und das muss unbedingt erhalten bleiben. Aktuell kann in Brome nur noch das Nichtschwimmerbecken genutzt werden, wie hier bei einem DLRG-Training. Doch schon Prüfungen sind für die Rettungsschwimmer nicht mehr möglich, weil das Wasser nicht tief genug ist. Dabei ist das Interesse vor Ort groß. Ich bin hier jeden Sommer, jeden Tag. Ich habe hier fast alle meine Schwimmabzeichen gemacht, mache auch dieses Jahr mein nächstes und hoffe, dass ich hier irgendwann in der DLRG anfangen kann. Bis Ende des Jahres soll entschieden werden, wie es weitergeht. Wird das Bad geschlossen, müssen Schwimmunterricht und Schwimmprüfungen 30 Kilometer entfernt stattfinden.